Hallo Leute, ich bin mal spazieren gegangen und da habe ich dieses kleine Bächlein oder dieses kleine Bach entdeckt und da habe ich mich so hingesetzt, ein bisschen ins Wasser geschaut und da habe ich gesehen, wo die Steine liegen, da bleibt das Wasser nicht stehen, das Wasser fließt rüber. Also für mich ist es ein Bild für die Liebe Gottes, die in unsere Herzen hineinfließt und dann durch uns weiter in die Welt hineinfließt, ohne dass irgendwelche Steine, irgendwelche Hindernisse in unserem eigenen Leben, irgendwelche Probleme oder Sorgen, diese Gottesliebe irgendwie hindern können, weiter zu fließen. Natürlich, wenn wir dieser Liebe selbst im Wege stehen, wenn wir uns blockieren, wenn wir so einen Staudamm bilden, damit diese Liebe nicht fließen kann, dann wird diese Liebe andere Wege suchen. Da wird sie durch andere Kanäle fließen. Aber sie bleibt niemals stehen. Also die Liebe Gottes, die bleibt niemals stehen. Und sie fließt auf verschiedene Art und Weise zu den Herzen der Menschen. Aber ich möchte gern, dass wir uns einfach vor Gott öffnen und seine Liebe durch uns fließen lassen. Das hat viele Vorteile. Das hat zuerst den Vorteil, dass wir immer in diesem Fluss bleiben. Dass wir immer erfrischt werden von der Liebe Gottes. Und zweitens bleibt diese Liebe nicht in uns, sondern sie bewässert auch andere Herzen. Und dadurch werden auch viele andere Menschen gesegnet und erfüllt mit göttlicher Liebe. Ich hoffe, dass euch dieses Bild gefallen hat und ihr euch ein bisschen im Klaren seid, wofür ihr berufen seid, wo der Kanal der Liebe Gottes durch euch fließen kann. Und ich wünsche euch gottesreichen Segen. Einfach diese göttliche Liebe, diese Nächstenliebe weiterzugeben, wo es nur möglich ist. Amen.